Als freie Mitarbeiterin sind meine Arbeitsbedingungen natürlich anders als die einer festangestellten Kraft. Und ich glaube, das größte Problem ist die Unsicherheit, die man hat. Man weiß nie genau, wie viel man in den nächsten Monaten arbeiten wird. Man weiß dementsprechend nicht, was das Einkommen ist. Und die soziale Absicherung ist extrem teuer. Das heißt, man kann es sich fast gar nicht leisten, sich adäquat sozial abzusichern. Und das sind die Hauptprobleme, vor allem wenn man auch eine Familie zu ernähren hat. Und nicht nur sich um sein eigenes Dasein kümmern muss. Immer mehr sozialversicherungspflichtige Teilzeitarbeit, Minijobs oder kurzzeitige Beschäftigung, befristete Beschäftigung, Leiharbeit. Auch die Selbstständigkeit nimmt zu. Und es gibt, das kennt ihr auch aus den Debatten inzwischen, die Praxis von Praktika, Werkverträgen und so weiter. Wo natürlich dieser Schutz, wie er dem traditionellen Normalarbeitsverhältnis eigen war, nicht mehr greift. Die Tagung beschäftigt sich mit der Frage prekäre Beschäftigung auch am Goethe-Institut. Das heißt, wir gehen der Frage nach, gibt es prekäre Beschäftigungsverhältnisse am Goethe-Institut? Was verstehen wir darunter? Wer ist davon betroffen? Aber auch, welche Strategien können wir entwickeln, um zu verhindern, dass diese Beschäftigungsformen sich weiter quantitativ ausdehnen? Und wie können wir die Kolleginnen und Kollegen organisieren, auch gewerkschaftlich organisieren, die in prekärer Beschäftigung am Goethe-Institut arbeiten? Ich kenne das aus eigener Anschauung, aus eigener Erfahrung, wie das Leben als freier Mitarbeiter ist und weiß, wie schwer das ist, hin und her zu hüpfen zwischen verschiedenen Aufträgen. Aber irgendwann kommt eine Phase im Leben, wo man sagt, na gut, da möchte ich jetzt mal ein bisschen mehr Planbarkeit, da möchte ich nicht mehr so flexibel sein, wie es der Arbeitsmarkt vorgibt. Und da, glaube ich, ist die GEW auch die einzige Möglichkeit, die Interessen der Betroffenen so zu vertreten, dass das ankommt beim Arbeitgeber. Es ist kein Phänomen mehr nur an den Rändern der Arbeitsgesellschaft. Statt Einbindung über materielle Teilhabe haben wir es zunehmend zu tun mit einer Disziplinierung über Markt und Konkurrenz. Das hat Auswirkungen auf die Lebenssituation der Betroffenen, Unsicherheit der Existenz, Arbeitszwang, Leistungsdruck, familiäre Abhängigkeiten. Es gibt aber auch Wirkungen auf die Beschäftigte, die in stabileren Beschäftigungsverhältnissen tätig sind. Angst vor Statusverlust, Verschlechterung der sozialen Sicherung bei Arbeitslosigkeit als Drohkulisse. Wir beschäftigen uns hier bei diesem Kongress mit prekären Arbeitsverhältnissen und in einer Arbeitsgruppe speziell eben auch mit den Auswirkungen von Normalarbeitsverhältnissen und atypischen Beschäftigungsverhältnissen auf das Klima des gesamten Betriebs und haben da eben schon festgestellt, dass es eine Fallhöhe gibt zwischen den Festangestellten, beispielsweise Lehrkräfte oder auch in der Verwaltung, aber eben auch der großen Zahl von atypisch beschäftigten freien Mitarbeitern, die zum Teil schon seit Jahren diese Aufgaben für das Goethe-Institut ausüben. Es war ja so, dass vor 5 bis 10 Jahren es ja auch eine sehr ideologische Richtung war, die nicht auf Goethe bezogen war, prekär zu beschäftigen, sondern insgesamt, es ging einfach darum, Geld zu sparen. Geld sparen war ganz wichtig. Und deswegen hat man natürlich möglichst diese teuren Vollzeitarbeitsplätze unbefristet, wo man auch noch eine soziale Verantwortung hat, was aber sehr teuer ist und sehr viel Geld kostet, abgeschafft zugunsten von Befristeten, von Freien. Das war eine regelrechte Ideologie. Es gibt immerhin jetzt schwache Anzeichen, dass auf Arbeitgeberseite inzwischen gemerkt wird, dass das ja auch Geld kostet, das Sparen. Also die Verwaltung von prekären Arbeitsverhältnissen ist sehr viel aufwendiger. Freie Mitarbeiterinnen und freie Mitarbeiter haben keine Interessensvertretung. Sie werden, wenn sie Glück haben, angehört. Und das soll sich in Zukunft ändern. Wir suchen nach Wegen, wie wir abseits der bisher etablierten Interessenvertretung noch eine neue Interessenvertretung für freie Mitarbeiterinnen und freie Mitarbeiter schaffen.
langfristig führt das Nebeneinander der sehr unterschiedlichen Arbeitsbedingungen dazu, dass die Gefahr besteht, dass sich die Arbeitsverhältnisse nach unten hin nivellieren. Man wird erstmal befristet beschäftigt, wird erstmal in Leiharbeit beschäftigt und das ist die Brücke in reguläre Beschäftigung. Mit dieser Begründung sind ja auch die Deregulierung vorgenommen worden, nach dem Motto, das ist sozusagen ein Anstoß und dann hat man am Ende das, was man will, nämlich mehr gut regulierte Beschäftigung. Und hier kann man erkennen, dass es eine beachtliche Pfadabhängigkeit gibt, das heißt, vormals atypisch Beschäftigte münden häufig wiederum in atypische Beschäftigung. Beim Bund geht man von einer befristeten Beschäftigung in die Leiharbeit, weil nach 2 Jahren kein Grund mehr für eine Befristung da ist. Und das nimmt meiner Beobachtung nach zu. Die nutzen die 2 Jahre sachgrundlose Befristung zunehmend auch in anderen Bereichen und dann lassen Sie das übergehen in ein Leiharbeitsverhältnis. Wir haben also inzwischen sehr viele Arbeitsverhältnisse, die also eine 2-jährige Probezeit bedeuten. Wir haben die unbezahlten Praktikanten, wir haben aber auch im Ausland ganz tolle Angelegenheiten. Zum Beispiel wurde an einem Institut wurden die Lehrer vor die Alternative gestellt, zu gehen und bei einer gegründeten Firma sich wieder anstellen zu lassen und in dieser Eigenschaft als Leiharbeiter beim Goethe-Institut wieder zu unterrichten. Die Arbeitsbedingungen haben sich dadurch verschlechtert, weil sie zum Beispiel keine Zuschläge mehr fürs Wochenende gekriegt haben und so weiter. Wir leiden eigentlich darunter, dass wir, obwohl wir die gleiche Arbeit machen wie festangestellte Kollegen, nicht gleichermaßen behandelt werden. Und das schlägt sich natürlich vor allem in materieller Hinsicht nieder, egal ob man es jetzt Gehalt nennt, Lohn oder bezahlten Urlaub. Und dann kamen wir zu dem Schluss, dass also alles nichts bringt, wenn wir nicht juristische und machtpolitische Kompetenzen erwerben. Deswegen sind wir zum Schluss gekommen, wir brauchen eine stärkere Information, auch mehr Unterstützung von Seiten der Gewerkschaft. Das können wir nur erreichen, wenn wir einen höheren Mitgliederstand haben. Druck kommt dahinter, indem man den Organisationsgrad erhöht, mit dem Ziel, einen Tarifvertrag abzuschließen für die freien Mitarbeiter. Das muss das Ziel sein und das wird der Arbeitgeber nicht, beziehungsweise der Auftraggeber nicht machen, weil wir Briefe schreiben. Ihr seid alle zu der Überzeugung gekommen, dass es eine bessere Vernetzung braucht. Und zwar sowohl zwischen den Honorarkräften als auch zwischen der Gruppe der Honorarkräfte und den Festbeschäftigten und eine bessere Anbindung an die betriebliche Interessensvertretung. Ihr habt in allen Arbeitsgruppen gesagt, es muss eine Absicherung der Arbeitsverhältnisse geben. Es kann nicht so weitergehen mit diesem Wilden Westen. Ihr habt in den vergangenen Jahren gelernt oder nichts dagegen unternehmen können, dass die Anzahl der Honorarkräfte sich beträchtlich erhöht hat. Freie Mitarbeiterinnen und Honorarkräfte sind in einer fast aussichtslosen Lage. Ihr Bewusstsein ist nämlich von Angst geprägt. Und das ist kein individueller Charaktermangel, sondern das ist eine logische Konsequenz einer Arbeitgeberstrategie, deren Grundlage die Verunsicherung des Menschen an seinem Arbeitsplatz ist. Die gewerkschaftliche Hauptaufgabe jeder Gewerkschaft ist, Tarifverträge abzuschließen oder Vereinbarungen, Verträge zu schließen, um die wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder durchzusetzen. Und um das zu können, muss eine Gewerkschaft Mitglieder- und konfliktorientiert sein. Was heißt das? Das heißt, die Gewerkschaft kann überhaupt nur dann als Gewerkschaft auftreten, wenn sie einen bestimmten Organisationsgrad in einem Betrieb hat. Aber der Organisationsgrad alleine genügt nicht. Diese Mitglieder müssen auch entschlossen sein, für ihre Ziele mit allen Mitteln zu kämpfen und das heißt auch zu streiten.